Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. So, wir haben Post bekommen, ein großes Paket. Eigentlich wollten wir ja nichts auspacken, aber, ja, aber hier und da ist es doch. Da ist ein Brief. Ein Brief drin. Ein Brief. Ein Brief, eine Brille. Ach du Scheiße. Von Marcel. Lichtbeleuchtung. Nee, das muss irgendwas zurückgeschickt werden. Das ist die Absender, das ist ein Rücksenderumschlag. Da ist noch ein Brief. Leg das mal hier hin, dass es nicht versaut. Was ist das? Hier ist auch kaputt gegangen. Also, was, also kannst du halt mit DHL oder sowas schicken, weil du willst. Nicht DHL, egal wer jetzt das transportiert. Die hauen hier immer drauf rum. Hier, das ist echt. Muss man mal reparieren. Hallo, liebe Autodox. Mein Vater und ich schauen jeden Dienstag und Freitag eure Sendung auf YouTube. Und sehr Sonntag geil. Auf Vox Automobil. Super. Da ist schon mal Daumen hoch dafür. Es ist immer wieder interessant, was ihr für Autos reinbekommt. Von alt bis neu. Jede Marke mit neuer Marke. Jede Marke mit neuer Macke. Die zwei Bretter hat mein Vater angefertigt. Ich hoffe, sie gefallen euch. Danke, Papa. Und werden einen guten Platz bekommen. Vielen Dank dafür. Schön sieht das aus. So, auch so ein Branding da drauf. Ja, hier das eine Ding ist, hast du mal eben dein Teppichmesser? Das eine Ding ist leider hier kaputt gegangen. Wenn ihr jede Woche solche Geschenke bekommt, wird wohl bald ein Museum eröffnet werden. Eintritt eine Tüte Gummibärchen. Ihr Naschschrauber. So, nun genug gebabbelt. Jetzt wieder an die Arbeit. Viele Grüße aus Freigericht im hessischen Vorspessart, ca. 60 Kilometer östlich von Frankfurt am Main entfernt. München Marcel und Papa Wolfgang. Bitte zwei Autogrammkarten in den Rückumschlag stecken. Ah, dafür machen wir sehr gerne. Machen wir sehr gerne. Machen wir sogar ein Autogramm drauf, auf die Autogrammkarten. Ich hab's repariert, super. Hast du repariert? Ja, vielen, vielen Dank. Ja, sieht toll. Sehr geil. Kriegt ein schönes Plätzchen. Ja. Ja. So. Grazie, mille grazie. Denkt ans Abo und Daumen drauf. Wichtig so. Für uns. Und, den Umschlag hier, ich lasse ihn mal hier liegen. Ja, das ist der Rückumschlag für die Autogrammkarten. Ja, okay. Du musst du gleich noch bitte unterschreiben. Ne? Mach ich gleich. Schickt man natürlich euch gerne zu, Autogrammkarten, wenn ihr die haben wollt. Ne? Und ja, ansonsten guckt mal im Shop. Die Ratschen sind ja jetzt wieder voll am Laufen. Die und, Rennen. Und Bücher. Und die anderen Sachen auch. Ne? Und unsere Jacken da, die gehen. Ja. Die sehr, 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 sehr geil. Was hast du hier, Yoshi? Viel. Alles und nichts. Nein. Erzähl mal. Der Kunde war vor 3 oder 4 Monaten bei Volvo gewesen. Ist ein Volvo. Ja. War dort wegen einer Rückrufaktion. Auch wahrscheinlich Softwareprogrammierung. Was ist ein V40 oder was ist das? Ja, ich glaube schon. Ja, ein V40. Ja. V40 von Baujahr 2014. 14? Mit einem Dieselmotor, 2 Liter mit 140 kW und Kilometerstand. Guckt der Jürgen schon wieder. Das ist doch nee, erzähl ruhig weiter. Erzähl ruhig weiter. Der war bei, Volvo gewesen wegen einer Rückrufaktion und dann ist er mit dem Auto runter weggefahren. 2 Tage später ist die Motorkontrollleuchte angegangen. Er hat Probleme gehabt. Was für eine Rückrufaktion? Softwareprogrammierung. Ne? Hat er vom Kraftfahrtbundesamt eine Nachricht bekommen, ne? Und musste dann zu Volvo hin. Ja, die Problematik da ist natürlich, wenn man ein Software-Update macht, was man ja auch machen muss, ist es so, dass dabei immer, oder wir vermuten immer, unsere Meinung ist, nicht, dass uns das falsch auslegt, die AGR-Rate erhöht wird. Das heißt, dass das AGR-Ventil mehr auf und zu macht, dadurch die Stickoxide gesenkt werden. Und wenn die AGR-Rate heraufgesetzt wird, arbeitet das AGR-Ventil mehr und dann verkokst das natürlich. Es war auf jeden Fall innerhalb von 2 Tagen so, dass er einen Referenzfehler drin hatte. Ne? Das ist also wieder zu Volvo hingefahren, die haben gesagt, ja, müssen wir gucken. Ja, AGR-Ventil, komisch, wir können jetzt ein neues reinmachen, aber der Fehler ist im Moment nicht da. Wir können das aber reinigen. So, dann haben die das gesagt. Ich habe gesagt, okay, für 250 Euro bauen wir es aus und reinigen das. Und dann haben die das AGR-Ventil ausgebaut, haben das gereinigt. Okay. Der Kunde sagte, der Fehler war danach genau derselbe. Das heißt, er ist genauso wiedergekommen. Immer wenn er damit gefahren ist, irgendwann wenn er warm war, hat er eine Motorkontrollleuchte gesetzt. Ab und zu ist auch die Regelung angegangen. Das heißt, er hat dann die Schildkröte, wie er es beschrieben hat, wird dann angezeigt, keine Leistung mehr. Ne? Also dann reduziert. Geht der in der Regeneration oder was? Nee, der macht die Dings Turboschalterwechsel wahrscheinlich. Genau, richtig. Ja? Dann hat er einmal Zündung ausgemacht, wieder angemacht, dann war er wieder da. Dann kam er zu uns und hat gesagt, ich habe den Fehler jetzt tatsächlich seit 1,5 Wochen nicht mehr gehabt, ne? Weil wir natürlich entsprechend einen langen Terminvorlauf haben, weil wir eben so viele solche Fälle haben. Und dann hat er gesagt, bitte guck mal nach. Dann haben wir als erstes
Fehlerspeicher ausgelesen, Fehlerspeicher stand drin, Ansaugluftsystem undicht, AGR-Ventil, Luftmassenmesser, Abgasdrucksensor. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn der Fehler jetzt auch für uns nicht nachvollziehbar ist, bitte lieber Kunde, fahr nochmal mit dem Auto und guck, ob der Fehler weg ist. Der Fehler war natürlich nicht weg, der kam dann nach einer Woche wieder, nachdem wir den Fehlerspeicher dann gelöscht hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bring das Auto rein, dann müssen wir hier jetzt einfach mal zerlegen und gucken. Dabei ist mir schon aufgefallen, dass hier so, normalerweise sitzt hier die Ansaugbrücke drüber, alles so voll Öl, und voll Öl ist. Ne? So, und dann haben wir den reingenommen, den Wagen, und ich habe die Ansaugbrücke abgebaut. Und das ist direkt das Erste, was mir aufgefallen ist, dass hier natürlich die drei Klappen verkohlt sind. Ne? Dazu hat er auch einen Fehlerspeichereintrag, drei Klappen, Sensorsignal fehlerhaft. Ja, weil die Sinn. Drei Klappen nicht mehr weit genug auf und zu gehen können und dann setzt das den Zweite, was mir aufgefallen ist, guck mal hier, die Drosselklappe. Ne. Ja, da drückt er natürlich dann das Öl raus, ne? Da hinten an der Seite. Ja, klar. Direkt da hinten auf den... Klar, drückt das Öl raus, was sowieso von der Kurbelgehäusebelüftung und vom Turbo darüber geht. Dann ist mir aufgefallen, dass das ein sehr merkwürdiger Unterdruckschlauch ist, der hier montiert ist. Ne? Ne. Ja, gut, kann man mal machen, ne? Hast du noch Fahrzeug? Also, das ist der Unterdruckschlauch für das AGR-Ventil hier. Die drauf ja, doch, für die Bypassklappe. Ne? Jetzt nicht fürs AGR-Ventil, das ist elektrisch betätigt, aber für die Bypassklappe, genau. Hört doch nicht da drauf. Ja. Das muss er erst schrumpfen, damit er drauf ist. Weißt du, was er für ein Schlauch ist? Aber auch nicht. Das ist ein Scheibenwaschwasserschlauch bestimmt, PVC. Ja. Ja. Was der macht, wenn es warm ist. Ja. Das war jetzt nicht besonders warm, wie du das gemacht hast. Ich habe das nur ganz leicht gemacht. Kannst du mit dem auch machen, habe ich auch neu bestellt. Kannst du vergleichen, was passiert. Oh, hier. Macht den ein bisschen warm. Also, das ist jetzt nicht besonders heiß, ne? Hier. Kannst du ihn schon ziehen wie Jubel? Der ist schon an einer Stelle, war der geknickt. Ja. Ne? Na, guck mal hier, wie das zieht. So, machen wir das zum Vergleich schon bei dem hier. Das ist dann wieder der Originalschlauch. Hier, der kann ich aber dran halten hier, ne? Ja. Kannst du lange dran halten, bis der brennt. Ja, passiert nichts. Ja. Passiert ja nichts. Ja, irgendwann passiert schon was, aber nicht im Vergleich zu dem. Ja, aber der andere war ja, schon aber weg. Guck mal hier, der, ne, und der ist direkt. Richtig. Ach, das gibt's ja nicht. Dann war der. Selbst für die Scheibenwaschanlage haben sie einen stabileren Schlauch genommen hier oben bei dem Fahrzeug. Ne? Und die machen da so einen Mist da rein. Na gut, okay. Das ist eine Notlösung. Ja. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das der Laden gewesen ist, wo er da war. Ja, ist ja egal, aber der das gemacht hat, das ist ja nicht schlau. Das ist nicht richtig. So, und jetzt gerade als ich das AGR und den Kühler dann rausbauen wollte, ist mir aufgefallen, dass die Schraube ist drin, die Schraube war drin und die untere Schraube, also die hier war drin. Die habe ich jetzt schon rausgeschraubt, aber die unten drunter war einfach gar nicht mehr da. Also quasi da, wo man ganz schlecht rankommt, die haben sie einfach weggelassen. Genau, das ist doch sinnvoll, wenn du nicht drankommst, setzt du weg. Na, guck mal hier, dann haben das AGR-Ventil haben sie gereinigt, das heißt, sie haben es ausgebaut und wieder eingebaut. Aber das AGR-Ventil ist undicht. Ich verstehe gar nicht, warum die das gereinigt haben, weil... Das ist undicht. Das pfeift doch da raus. Und da ist nochmal hier der Deckel drauf, oder? Genau, richtig. Dann habe ich abgemacht und habe dann schon gesehen, okay. Da pfeift raus. Guck mal, der hat so viel Kohle da drin schon. Kann ich, Kühlwasser. Naja. Na, guck mal, wie lange der das schon macht. Guck mal hier. Ja, ja. Hier, wie lange der schon macht. Wie viel Zeug da drin. Kohle da schon drin ist. Ja, also wir sind ja eigentlich diejenigen, die sagen, reinigen kann man machen. Kann man machen, auf jeden Fall. Das haben wir ja schon mal bei dem A5 gemacht. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Kann man machen. Muss wenn es nach außen undicht ist. Ne? Muss man nur beurteilen, ob es das lohnt oder nicht lohnt. Kann man ja prüfen, sieht man ja. Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, alles sauber zu machen. Ne? Die Ansaugbrücke wird gestrahlt, neue Dichtungen kommen drauf. Ja, AGR muss neu. Ich habe 5 Dichtungen bestellt. Schätze mal, was die kosten bei Volvo. 30. 110 Euro. 5 Dichtungen. Ja, es gibt viel zu holen, sacken wir es ein. Ne? Ja, Leistung bei Volvo oder was? Ne? Da ist schön. Okay, ja, dann. Schönes. Kunden ist alles abgesprochen? Oder? Ja, ja. Dann sagt er, was nützt es denn? Was soll ich denn jetzt machen? Dann sagt er, ich kann es ja nicht ändern. Und was hat denn für die Reinigung vom AGR 250 Euro. Ein- und Ausbau ein bisschen sauber machen. Ne? Aber trotzdem hätte man sich vielleicht sparen können. So. Ja, kann man ja mal mit lecker. Von Essen gehen, ne? Ja. Bloß das ist ja im Moment auch schwierig. Dann schauen wir am nächsten. Gut, dann gehen wir am nächsten Auto. So, und hier ist unsere Lieblingsbäckerei, Flock. Sind die Teilchen verrutscht oder was? Keine Teilchen. Hallo. So, auf jeden Fall haben die folgendes Problem. Machen wir mal. Und zwar,
wenn man... Ford Transit, wie man nur unschwer sieht. Ford Transit, genau. Wenn man auf die Bremse tritt, kann man hier sehen, leuchtet kurz die Kontrolllampe in der Nebelschlussleuchte auf. Das ist... Ja. Wenn ich jetzt den Blinker anmache, dann so komisch, das verändert. Okay, der blinkt sogar mit. So. Ja. Das ist ein Fehler, der sehr, 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 sehr oft auftritt. Also wenn man auf die Bremse tritt und irgendwas im Kombi-Instrument geht an Beleuchtung oder sowas, dann, oder so eine Kontrolllampe, dann wird es mit der größten Wahrscheinlichkeit ein Masseproblem von den Rückleuchten hinten sein. Und das prüfen wir jetzt mal, wenn der Hans-Jürgen irgendwann fertig ist mit dem Telefonieren. Aber ich glaube, das kann noch dauern. Ich strecke mir in der Zeit mal einen Pullover. Herr Faul, machen Sie doch mit. Ja, ich hatte gerade ganz wichtige Informationen. Ja. Und zwar geht es da um Reifendruckkontrollsystem. Ja. Weil meine Frau hatte mich gestern angerufen und hat gesagt, Reifendruckkontrollsystem ist angegangen. Und sie ist einmal weitergefahren, wo ich gesagt habe, wenn das Ding angeht, hat das Auto irgendwas. So, jetzt hatten wir gestern -4 Grad. Mhm. Und sie fuhr los und das Ding ging an. Dann habe ich über FaceTime geguckt, alle 4 Reifen sahen gut aus. Und außerdem, wenn er platt ist, ist er nur unten platt, da ist ja nicht so schlimm, ne? Wenn er unten platt ist? Ja. Wenn er oben platt ist, dann ist gefährlich. Das ist gefährlich, also nur unten ist nicht so schlimm. Jedenfalls ist er an die Tankstelle gefahren, ist dann zu einem Werkstattmeister gegangen, da war zum Beispiel eine Werkstatt. Sie kennt sonst keine gute Werkstatt? Die kennt keine Werkstatt, ja. Keine gute? Nicht. Oder war hier nicht in der Nähe von uns? Jedenfalls sagt er, Sie sind heute schon die 10. Ja. Fahren Sie ruhig weiter, der hat nichts. Und Sie... Ja, aber das ist doch angegangen. Da ist eine Fehlfunktion. Nee, das ist keine Fehlfunktion, das ist schon richtig. Und zwar, viele Fahrzeughersteller gehen hin und geben diesem RDKS einen Mindestluftdruck an. Bei meinem Auto soll er wohl so bei 2,5 bar sein oder 2,4 bar. Das heißt, wenn du den unterschreitest, hast du in jedem Fall zu wenig Luft drin, weil das Auto mit 2,5 bar oder 2,6 bar gefahren wird. Okay. Jetzt war der genauso an der Grenze. Wir hatten -4 Grad. Die Luft... Luft zieht sich zusammen und der Druck verändert sich im Reifen. Es ist zwar imaginär, ist also nicht viel, aber er hat genau dann diese Schwelle überschritten. Dann war er 0,1 bar unter dem Wert, den der Fahrzeughersteller vorgegeben hat. Und dann geht das RDKS an und sagt hier, Blim, du hast einen Platten. So, und wenn so eine Lampe angeht, ist natürlich mit Sicherheit... Mit Sicherheit irgendwo ein Fehler drin in dem Fahrzeug. Also da sollte man auf keinen Fall weiterfahren, sondern wenigstens aussteigen und mal die Reifen begutachten. Guck mal, wenn ich so einen Reifen hier sehe, da gucke ich drauf. Ja, der sieht gut aus. Ich kann jetzt nicht sehen, ob der 2 bar hat oder 1,5 bar. Das sehe ich nicht. Aber ich sehe, dass genug Luft drin ist, damit ich damit fahren kann. So, das passiert, das was der Holger jetzt macht, wenn die Luft sich da drinne zusammenzieht. Was könnt ihr sehen? Die Luft zieht zusammen? Das ist immer noch die gleiche Luftmenge da drin. Aber der Druck ist anders innen drin. Der Druck ist anders, der wird jetzt verändert. Und das ist bei dem Reifen auch passiert. Und das passiert bei ganz vielen Fahrzeugen, wo sich der Druck dann um 0,1 oder 0,2 bar, je nachdem, verändert und unterschreitet dann genau die Grenzschwelle, die der Fahrzeughersteller vorgegeben hat. So, und das heißt nicht, dass wenn die Lampe jetzt angeht, weiterfahren, ach, ist ja nicht so schlimm, war ja kalt, prüfen, gucken, ja. Und dann, wenn es keine Erklärung dafür gibt, dann einfach beobachten. Dann wird es sehr wahrscheinlich mit der Kälte zu tun haben. Ja, das sind die modernen neuen Systeme, ne? Die kommen dann eben damit nicht. Normalerweise müsste man dann in dem Moment die Temperatur messen, das mit einprogrammieren, dass in dem Moment... Falls die Luft sich verändert, die kalt wird, zu kalt friert, ist draußen, dann muss das runtergesetzt werden, der Wert. Dass der dem RDKS dann sagt, setz den Wert um 0,1 zurück. Ja. Das wäre vielleicht eine Verbesserung. Aber wir haben da super Verbindungen zu solchen Herstellern. In dem Fall war es einer von Schrader, ein junger Mann, den ich kennengelernt habe. Und er sagt, wenn irgendwas ist, ruf mich ruhig an, ich gebe dich Tipps weiter. Und es gibt auch Schulungen, die machen die kostenlos für RDKS-Systeme. Ja, also schöner geht's ja nicht. Also das ist Info für die Werkstätte. Tut mir einen Gefallen, setz dich bitte mal rein. Ich sitze. Nicht einschlafen, ne? Und tritt mal auf die Bremse. Das ist ja mein Problem, nicht einschlafen. Eine Leuchte hinten, immer setzt der mich in das Auto rein und ich soll nicht einschlafen. Tritt auf die Bremse!
Ja! Lass mal los! Ja! Tritt nochmal drauf! Ja! Lass mal los! Ja! Tritt nochmal drauf! Ja! Lass mal los! Kann man sehen hier. Andere Seite, mal ein bisschen. Tritt nochmal drauf! Ja! Lass mal los! Ja! Tritt nochmal drauf! Guck mal, kriegst du den scharf gezogen auf den. Lass mal los! Ja! Auf den einen Faden. Der Faden, der da drin ist, das ist der Faden für die Begrenzungsleuchte. Wenn der Junge es draufdrückt, geht der zweite Faden an. Dann müsst ihr mal gucken. Und? Warte, Momentchen, wie sich dieser Faden verändert. Also, ob der viel dunkler wird. Drück nochmal drauf! Jo! Lass mal los! Jo! Drück nochmal drauf! Jo! Lass mal los! Jo! So, und jetzt guckt man das Ganze hier auf der anderen Seite. Ich meine, der wird dunkler werden. Wie soll ich denn da einschlafen, wenn du mich dauernd beforderst? Drück mal drauf! Jo! Lass mal los! Jo! Drück mal drauf! Jo! Der geht fast aus sogar. Lass mal los! Jo! Drück mal drauf! Jo! Lass mal los! Jo! Drück mal drauf! Lass mal los! Tritt nochmal drauf! Ich hab nämlich im Spiegel geguckt und du stehst daneben und bist mit Patrick am Erzählen. Aber wie soll ich denn da einschlafen, wenn du mich so forderst? Du hast mich. So. Ich vermute ich hier auf der rechten Seite und vermute. Oh, wie das duftet. Und vermutlich wird das ein Masseproblem sein. Das heißt. Wenn wir jetzt... Die Seite? Ja, wir haben das normale Standlicht. Und jetzt, wenn wir jetzt auf die Bremse treten, haben wir nochmal 21, also wir haben normalerweise 5 Watt hinten. Das ist aber schon warm hier. Oder 10 Watt, was haben wir hinten? 5 Watt oder hinten? 5 Watt. 5 Watt? Oder? 5 Watt hinten? Ja. Ja, es passt. 5 Watt hinten. Ja. Und wenn wir dann drauf drücken, ziehen wir die 21 Watt. Und dann haben wir ja zweimal im Prinzip Plus und wir haben nur eine Minusleitung. Vermutlich wird da ein Problem mit der Minusleitung sein. Warte mal, bevor wir den Stecker abziehen. Ja, mach mal. Schauen wir erstmal, die Ford so wunderschöne englische Farben da benutzt. Nichts mit einer Norm zu tun. Ich hab. So, das hier ist die Minus. Soll ich nochmal drauf treten? Mal gucken, ob man sehen kann, ob der andere mitglimmt. Ja. Ja, tritt nochmal drauf. Ja. So. Nee, die glimmt nicht mit. Hast du das Standlicht an? Ja. Mach mal Standlicht aus. Aus. Hast du Telefon an? So, dann wird die schwach, ganz schwach. Ich drehe auf gut. Die Bremse. Ist gut. So, jetzt lassen wir mal gucken. Ob hier, also hier ist auf jeden Fall die Minusleitung, die hier rauf geht, hier an diesen Anschluss. Oh. Jetzt gucken wir uns mal den Stecker an. Also es ist hier diese braun, schwarz, schwarz-grün ist hier Minus. Ey, die haben sie doch nicht mal alle. Festgebacken. Guck mal, das ist nicht. Ah, da. Ja, das guck da. Siehst du das? Ganz schlecht, ne? Warte, ich leuchte rein. Hier kann man es auch sehen. Da siehst du, dass der zweite da verschmolzen ist. Das ist zu hell, ne? Siehst du das? Den schwarzen Klumpen da drumherum. Ja. Oh, und da ist er auch verschmolzen. So, das ist das, was ich sage. Minus, Masseproblem. Das heißt, jetzt kommt hier nicht der ganze Strom durchfließen, weil dann wird der Widerstand höher. Je mehr Strom durchfließt, dann ist das Ding Schrotti. Was man jetzt machen muss? In jedem Fall Stecker raus, neuen Stecker rein. Neuen Stecker rein und neue Rückleuchte. Man kann aber auch. Neuen Kennzeichenträger. Man kann Kennzeichenträger. Leuchtenträger. Man kann aber auch, und so machen wir das, das Ding reparieren. Und das machen wir jetzt mal eben. Weil. Ja. Das ist sowieso, dieser Anschluss ist sowieso kacke. Der ist verschmolzen. Das ist. Das ist durch diese. Durch diese Klemmen, die da drauf haben, ist das der Kontakt nicht besonders gut. Und das passiert immer wieder. Wir haben ganz viele Fahrzeuge, wo das passiert, dass diese Klemmen, die da drin sind, nicht fest genug auf dem Material drücken. Und dann ein Übergangswiderstand entsteht. Das heißt,
Der Kontakt ist nur ganz leicht. Sollen wir das mal zeigen, Holger? Was denn? Wie das funktioniert mit dem Übergangswiderstand. Warum das passiert, das wäre doch interessant. Ja, Batterie, ja. Batterie, zwei Kabel, zwei Nägel und dann... Ja, dann mach doch mal, ich repariere schon mal in der Zeit. Ich brauche mal was. Der Jürgen baut mal was. So, und wir reparieren jetzt einfach hier die Rückleuchte. Das ist ja hier diese Leitung. Hier habe ich schon ein bisschen was sauber gekratzt. Wenn man so eine Rückleuchte bei Ford, die kostet bestimmt auch 30 oder 40 Euro. So, holen jetzt einfach hier ein Loch rein. So, jetzt muss ich schon. Bin direkt wieder da. Habt ihr das Überbrückungskabel? Hängt doch meist hier oben. Ach, Fernand, ich habe es heute noch gar nicht gesehen. Mahlzeit. Ups. Das brauchen wir. Ich nehme mal sowas. Ich entwende mal hier zwei Kabel. Guten Tag. Guten Tag. So. Patrick, ich bin weg. Jetzt wollte ich den Patrick überlisten, austricksen. Ging auch nicht. So, plus minus. Mal die hier vernehmen. Bin ich schon wieder. Kabelchen hier rein. Wir gehen jetzt im Prinzip einfach ein Minuskabel da drauf. Und sorgen dafür, dass ihr da direkt Masse drauf hat. Jetzt wird er warm, okay. So. Dann gehen wir hier hin an den Anschluss. Der hat sowieso keinen Sinn mehr da dran. Das schieben wir ab. Wir isolieren den ab. So, jetzt wieder hier. Jetzt löten wir hier mal eben das Kabel Thomas Lötzchen drauf. So. Hier löten wir auch Lötzchen drauf. Machen das heiß. Fest. Dann hier die Minusleitung. Jetzt gleich mal aus. Hast schon zusammen? Ja. Willst du festschrauben? Nein. Ja, was ist denn da? Pass auf. Jetzt habe ich hier, das ist ja quasi meine Glühlampe. Ja. Jetzt haben wir hier eine 55 Watt Glühlampe und mein Steckerchen. Ja. So, und wenn ich jetzt hier mit dem Anschluss hier drauf gehe, ganz, ganz langsam. Ja, so ist alles klar, ne? Dann ja. Leuchtet so. Und du siehst einen kleinen Funken entstehen, wenn er keinen richtigen Kontakt hat, ne? So, und dann kann man mal sehen, dass dieser kleine Funken da entsteht. Wenn er nicht hundertprozentigen Kontakt hat. Da kann man das sehen, ja. So, und dieser Funken, und das passiert immer häufiger bei jedem Einschalten der Beleuchtung. Und irgendwann hat es keinen richtigen Kontakt mehr.
wird schwarz. Genau, kann man sehr schön sehen. Wird heiß, der Übergangswiderstand wird größer. Der Kontakt, der drumherum ist, beziehungsweise die Verpackung, die drumherum ist, der Stecker, ist ja meistens Plastik, verschmilzt, so wie wir hier gesehen haben. Ja, und schon haben wir das Problem, dass er darüber keinen Minus mehr zieht und holt sich dann die Masse einfach über eine andere Glühlampe, sogar über das System. Sogar bis vorne ins Kombi-Instrument rein, dass das und sorgt er dafür, dass vorne die Kontrolllampe angeht für die Nebelschlussleuchte, die ja auch da drin ist, die Nebelschlussleuchte. Und dann kann man das vorne an dieser Leuchte dann sehen. So, jetzt haben wir es alles zusammen. Ich mach mal. Warum nichts leuchten? Weil der Böhnchen kaputt ist, wa? Abracadabra, man kann auch Pech heißen, ne? Abracadabra. Ich habe vorhin noch gedacht, naja, Mars, sollst du eine neue reinmachen oder nicht? Aber besser. Besser wäre das. Ich habe eine neue reingemacht. Ja, haben wir die schon mal ausgebaut in der Zwischenzeit. So. Mal die Seehilfe wieder. Ja, kannst du eben auch Pech heißen, ja. Ist einfach so, ne? Aber das hätte uns stutzig machen sollen. Weil die so dunkel ist, ja. Weil die schon ein bisschen dunkel ist. Oh, guck mal. Ja. Ja, jetzt ist ja, sogar der Faden liegt da drin, oder? Irrig. Ja. Oh, ja, da unten, da. Da ist der Faden drin. Ja, da ist natürlich. Das ist auch Pech. Die ist auch kaputt. Ja, doch nicht. Noch nicht ganz. So. Herr Porsche. Irgendwie läuft es heute überhaupt heute nicht bei mir, kann das sein? Doch, läuft. Läuft, ja. Nur andersrum. Was denn? Ja, Bündchenverkettung reingemacht. Mein Gott, was denn los? Den kann man eigentlich nicht Verkettung reinmachen. Da muss es schon total dämlich sein. Dann bin ich ein bisschen blöd. Ja. Soll ich mal auf die Bremse treten? Ja, ja, jetzt tritt mal bitte auf die Bremse. Bevor ich den jetzt noch dreimal hin und her baue. So, wunderbar. Leuchtet. Die Kontrolllampe. Jetzt die Frage, ob die Kontrolllampe innen drin auch ausbleibt. War schön. Ja, hast du mal geguckt, was mit der Kontrollleuchte innen drin? Nee. Darauf kommt es jetzt auch an. Wenn wir jetzt. Setz dich mal rein, bitte. So, ich trete drauf. Es geht nichts an. Was heißt das? Wir haben alles richtig gemacht. Cool. Ja, wo man manchmal einfach ein Pech hat. Das ist ein Birnchen da kaputt gegangen. Ein Birnchen, Äpfelchen, das Bananchen. Äpfelchen, Päpfelchen, Käse, Kähnchen. Ja, lieben. Also, wenn so eine Kontrolllampe angeht, innen dann erstmal hinten gucken, ob man ein Masseproblem ist, gibt es echt relativ häufig. Vor allen Dingen bei den Ford-Autos ist es also, wenn du so durch die Gegend fährst abends und du siehst vereinzelte Autos da. Kennzeichen leuchten geht nicht, Standlicht geht blink, nicht. Blink einschalten, blink, blink, blink. Und es sind Autos, wo wir genau wissen, wir kennen ein bisschen was von Autos, dass innen drin eine Lampe angeht. Das würde mir auf den Sack gehen, wenn dann eine Lampe dauernd angeht. Also dann macht man doch das Birnchen neu. Das auf jeden Fall. Ja, ja, meistens weiß man gar nicht, was es ist. Man kann sowas reparieren, kann man ja sehen. Also, das hat es bestimmt auch 50 Euro gespart. Also. Aber oft sind Glühlampen kaputt. Ja. Ja, das auch. Ihr Lieben, gute Zeit. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, in jedem Fall, abonnieren. Gut, und wir sehen uns? Wir sind kurz vor der Million. Brauchen nur noch 500.000. Bis nächstes Mal. Ne? Ja. Wir freuen uns aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.